Präsident, meine Damen und Herren, die meisten Wortbeiträge beantworten nicht die Frage, wie können wir Migration dauerhaft begrenzen? Wie nehmen wir den Anreiz weg, in die Europäische Union zu kommen? Die bisherigen Modelle sind nicht zielführend. Wir müssen schauen, das pazifische Modell, aber auch das Türkei-EU-Aktionsabkommen, natürlich in Kombination mit vielen anderen Maßnahmen, hat dazu geführt, dass man an dieser Stelle jedenfalls diesen Pull-Effekt vollkommen weggenommen hat. So, Herr Hartmann, zu Ihnen. Der Kollege Trom hat es ja schon gesagt, aber es hat schon etwas von Satire. Wenn man jahrelang mit Asylpolitik beschäftigt ist und von SPD-Vertretern hört, dass die Union das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Sie haben blockiert bei allen wichtigen Maßnahmen. Tun Sie nicht so, als ob Sie hier derjenige sind, der den Ton angeht. Und nun komme ich auch zu dem Quatsch mit den Kosten. Ich habe in den vergangenen Jahren bei allen Debatten gut hingehört. Nie haben Sie das Wort Kostenbelastungsgrenze für unser Land wirklich mal in den Mund genommen. Jetzt haben wir ein Projekt vor. Das soll ein Pilotprojekt sein. Und das muss sich entwickeln. Am Anfang kostet das natürlich Geld. Aber was ist denn mit den Kosten für unsere Gesellschaft, den gesellschaftlichen Kosten? Der Zusammenhalt. Ich habe gehört, es geht negativ Richtung Integration, gerade von der grünen Rednerin. Richtig, aber das liegt nicht an der Diskussion. Das liegt an den Themen. Frau Kador, Sie sind in der grünen Blase unterwegs. Es geht nicht um eine Wahlanalyse. Reden Sie mit den Menschen. Öffnen Sie die Ohren. Unternehmer, Vereine, die Bürger, komplett unzufrieden. Menschen, die im Sicherheitsbereich unterwegs sind, wählen das Kreuz auf dieser Seite. Woran liegt das? Und da müssen wir eine Änderung herbeiführen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und natürlich ist das Drittstaatsverfahren nicht einfach. Da könnte es ja auch jeder machen, meine Damen und Herren. Aber ein Drittstaatsverfahren ist grundsätzlich in geeigneter Form nur möglich, wenn wir das Verbindungselement streichen, worauf Sie bestanden haben, Herr Hartmann, in den Debatten zum GEAS. Es ist durch Sie erst reingekommen. Sie haben das verbockt. Und meine Damen und Herren, eine Vorprüfung, eine Zulässigkeitsprüfung ist auch bei der Überstellung nach wie vor erforderlich. Wenn wir es bei diesen langen Verfahren lassen, das heißt Abschluss des Hauptsacheverfahrens, reden wir von 2,5 bis 3 Jahren, dann können wir das Thema in die Tonne klopfen. Deshalb muss es ausreichen, wenn man hier den einstweiligen Rechtsschutz genügen lässt. Und dann können wir uns verschiedene Drittstaatsverfahren vorstellen. Zulässigkeitsprüfung und dann Überstellung Asylverfahren im Drittstaat. Wir können aber auch ein Verfahren externalisieren, was wir dann im Drittstaat durchführen. Das muss natürlich externes Gelände werden, in Abstimmung, rechtsstaatlich, alles wunderbar. Gehen Sie doch mit uns den Weg. Aber Sie verweigern sich von vornherein und sagen, das ist nichts Blödsinn und lassen wir. Gehen Sie mit uns den Weg und dann werden wir auch Erfolg haben bei diesem Thema. Vielen Dank.